zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 18, Umbenennung von Straßen und Straßenabschnitten. Hier habe ich lediglich zwei Wortmeldungen signalisiert bekommen. Herr Wirtz, Herr Aschenbach, Herr Wirtz, fangen wir an. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Die Linke lehnt die Umbenennung von mehreren Straßen im Gewerbegebiet Rhenitz nach Robert Bosch ab. Ich darf kurz begründen. Es gibt zwei entschieden ablehnende Stellungnahmen, nämlich eine der Ausländerbeauftragten, eine der im Prinzip Gleichstellungsbeauftragten. Die gliedern sich in drei Punkte. Der erste Punkt berührt die im Prinzip Tätigkeit der Bosch GmbH während der Zeit des Nationalsozialismus. Die Geschichte der Firma Bosch im Nationalsozialismus, auch von Robert Bosch, wird kontrovers diskutiert. Einerseits ist Robert Bosch als Unternehmer ein Vorbildunternehmer gewesen. Er stand in den 20er Jahren der Sozialdemokratie nahe, kommt aus einfachen Verhältnissen, hat sich in Vorwegnahme der sozialen Marktwirtschaft durchaus für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. Sie bekamen Tarif bezahlt, sie bekamen soziale Leistungen, es wurde sich um ihre Gesundheit gekümmert, die Arbeitszeit wurde begrenzt, insofern eine honorige Unternehmerpersönlichkeit. Auf der anderen Seite ist es so, dass er sich im Prinzip mit seiner Firma doch in entscheidender Weise als kriegswichtiger Zulieferer beteiligt hat. Es gab so gut wie kein Fahrzeug in der Wehrmacht oder bei den im Prinzip in Deutschland überhaupt, was nicht mit Bosch-Technik gefahren ist, von der Zündanlage über die Kraftstoffpumpen bis zur gesamten Kfz-Elektrik. Der Opel Blitz hätte seine Einsatzgruppen nicht zu ihren Tatorten bringen können, wenn die Firma Bosch nicht gewesen wäre. Darüber hinaus hat die Firma Bosch in äußerstem Umfang Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt, bis zu 20.000, die auch nach der geltenden Rassenideologie behandelt worden sind. Dort hatten dann die Westzwangsarbeiter mehr Rechte und mehr Gehalt als die Ostzwangsarbeiter. Wie gesagt, das wird kontrovers diskutiert. Was aber durchaus bleibt, ist die Ingenieurleistung, die Mechanikerleistung, er ist ein Mechaniker gewesen, Robert Bosch. Er hat sich sehr um den technischen Fortschritt verdient gemacht. Er hat im Prinzip im 19. Jahrhundert schon die ersten Magnetzünder erfunden und ohne die im Prinzip, Grüne, hör zu, die Verbrennungsmotoren nicht möglich gewesen wären. Und nicht zuletzt ist es so, dass er auch jüdisch Verfolgten zur Flucht und vor dem NS geholfen hat. Insofern ist die Frage des NS gar nicht entscheidend, sie soll aber hier nicht verschwiegen werden. Es ist so, dass sein Privatsekretär Hans Walz, der nach ihm Geschäftsführer dann war der Bosch GmbH, auch eine sehr widersprüchliche Persönlichkeit gewesen ist, die vielleicht die gesamte Widersprüchlichkeit in dieser Zeit ein Stück widerspiegelt. Einerseits hat er sich in den 20er Jahren ganz entschieden einem Verein gegen Antisemitismus engagiert. Er hat im Prinzip auch jüdisch Verfolgten zur Flucht verholfen, ist anerkannt worden durch Israel als gerechteter Völker und hat auch das Verdienst 1953 Bundesverdienstkreuz erhalten. Allerdings auf der anderen Seite ist er eben seit 1933 auch Mitglied der NSDAP gewesen, Mitglied der SS, Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS und Wehrwirtschaftsführer. Also diese Widersprüchlichkeit, die bleibt und auch die Schuld und die Verantwortung, die Menschen in so einer Situation auf sich nehmen. Wie gesagt, das kann man kontrovers diskutieren. Robert Bosch bleibt eine honorige Persönlichkeit in schwierigen Zeiten. Was aber im Prinzip ganz schwierig ist, ist die Frage, dass hier unsere Regeln für die Benennung von Straßen eigentlich vollkommen gegen den Strich gebürstet werden. Aus dem Gewerbegebiet Rhenitz wird ein Viereck von Straßen herausgeschnitten, die schon benannt sind. Es geht hier nicht um eine Neubenennung, es geht um eine Umbenennung, die ja im Prinzip nur im äußersten Notfall erfolgen soll. Und in einem orthogonalen Straßennetz, also wie gesagt, wird ein Robert-Bosch-Ring herausgeschnitten, der dazu führt, dass derzeit zwei Hauptstraßen, nämlich der Rhenitzsteig und eine andere Straße dort, in drei Straßen zukünftig zerfallen, ohne dass es dafür topografisch irgendeinen Anlass gibt. Das soll nach unserer Richtlinie nicht sein. Nämlich die Richtlinie dient dazu, Straßenbenennungen dienen in erster Linie dazu, sich im
Straßennetz zu orientieren und die Anlieger aufzufinden. Wer damit aber Hauptstraßen ohne erkennbaren Grund in drei Teile zerteilt, einen Ring zwischenschaltet, der dann noch drei Wurmvorsätze in das Gewerbegebiet herein hat, der konterkariert dies vollständig. Insofern wäre es noch akzeptabel gewesen, wenn vielleicht eine Straße, wo die postalische Adresse ist, nach Robert Bosch benannt worden wäre, aber nicht dieses Wirrwarr, was dort jetzt angerichtet wird, wo noch im Prinzip auch in der Vorlage unklar bleibt, was mit den übrig bleibenden Straßenteilen jetzt eigentlich passiert. Letzter Punkt ist, es steht in unserer Straßenbenennungsrichtlinie drin, dass Straßen nicht nach Firmennamen benannt werden sollen. Und auch das wird hier im Prinzip umgangen. Insofern ist das eine sehr unüberlegte Vorlage. Und wir können auch Folgendes sagen. Bei der Bosch-Stiftung steht, dass Bosch für sein bürgerschaftliches Engagement... Ich bin gleich fertig, noch zwei Sätze. Er spart uns eine zweite Wortmeldung. Für sein bürgerliches und philanthropisches Engagement nie eine Würdigung oder öffentliche Ehre wollte. Und wir halten das dann auch unter diesem Aspekt für eine merkwürdige Vereinnahmung von Bosch, aber nicht für eine Ehrung, weil er hätte garantiert vielleicht noch mit einer Straßenbenennung gesagt, okay, mach das. Aber zu sagen, wir schaffen hier eigene Regeln, das geht uns zu weit. Und deswegen lehnen wir diese Vorlage so ab. Vielen Dank. Wir kommen als nächstes zu Herrn Aschenbach. Hallo, ich fasse das jetzt einfach noch mal kurz zusammen. Gleich zwei Straßen und zwei Straßenabschnitte sollen heute den neuen Namen Robert-Bosch-Ring bekommen, so der Wunsch des Konzerns, der dort eine Fabrik gebaut hat. Vor lauter Dankbarkeit, dass das Unternehmen hier in Dresden unternimmt, was Unternehmen so unternehmen, sprich Geld verdient, sind wir angehalten, zu den 30% Subventionen noch den Straßennamen draufzuschlagen. Die AG Straßennamen lehnte diese nachhaltige Werbemaßnahme ab, da sie den Grundsätzen der Straßenbenennungsrichtlinie widerspricht. Da steht nämlich, dass wir Straßen nicht nach Unternehmen benennen. Robert Bosch GmbH-Ring klänge ja auch doof. Weiterhin sollen Umbenennungen, ich zitiere, nur dann erfolgen, wenn sie zur Orientierung notwendig sind. Alle vier Straßen haben bereits Namen. Des Weiteren soll bei der Namensgebung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, den Persönlichkeiten, Sachverhalten und anderen der Vorrang gegeben werden, die stadtgeschichtliche Bedeutung mit zu erwartender Dauerhaftigkeit haben. Dauerhaftigkeit sei dahingestellt, Robert Bosch hat keinerlei Bezug zu Dresden. Aber so viel darf man immerhin festhalten, er war kein Nazi und engagierte sich gar gegenteilig. Das kann man nicht von vielen deutschen Großunternehmern behaupten. Zwangsarbeiter musste Bosch halt beschäftigen und zu denen aus dem Osten selbstverständlich möglichst widerlich sein. Und wer einen Widerspruch darin sieht, einerseits Juden zu retten und andererseits Nazis zu rüsten, hat den Kapitalismus nicht verstanden. Oder um es mit den Worten der Gleichstellungsbeauftragten zu sagen, die Widersprüchlichkeit zwischen Anpassung und Gegnerschaft lässt sich zusammenfassend bestenfalls als unternehmerischer Opportunismus bezeichnen und ist aufgrund dieser Unklarheit hinsichtlich einer Würdigung mittels Straßenbenennung nicht haltbar. Abseits der mangelnden Eignung frage ich aber, was machen wir da eigentlich? Fabriken, wohlgemerkt hochsubventioniert, zu bauen und Menschen für sich arbeiten zu lassen, ist kein Akt der Gnade oder des Altruismus, für den man Dankbarkeit entwickeln müsste. Dahinter steht die Absicht, Gewinne zu erzielen. Wenn wir mit Straßennamen jetzt Konzernen huldigen, dann gibt das zwar die Machtverhältnisse und vorherrschenden Wertmaßstäbe wieder, aber dann lasst uns wenigstens so ehrlich sein und alles verramschen. Wenn man sich öffentliche Würdigung kaufen kann, dann bitte konsequent. Die Wilsdruffer wird Ronald-McDonalds-Straße und Manfred Karstadt freut sich sicher über die Prager Straße. Da geht noch was. Was sollen wir auch Straßen nach Humanisten, Künstlern, Widerstandskämpfern oder anderen Nichtsnutzen benennen, die ihren Wert nicht in Geld bewiesen haben? Daher sollte jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt, sein letztes bisschen Würde zusammenkratzen und diesen Unfug ablehnen. Danke. Soweit erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte eigentlich nie vor, mich zu diesem Thema zu äußern. Allerdings nach der Rede von Herrn Wirz, denke ich, ist es doch noch mal angebracht, ein paar Worte zu sagen.
Wir haben eine Straßenbenennungsrichtlinie in dieser Stadt, die sagt, wir benennen keine Straßen nach Unternehmen. Aber wir haben eben genau in dem Moment auch eine Vorlage, die kein Unternehmen als Grundlage nimmt, sondern eben den Unternehmensgründer Robert Bosch. Und wir haben eine Unternehmensansiedlung, die dort geschehen ist. Und das ist in Deutschland in vielen Städten guter Brauch, dass man Unternehmen entsprechend auch Straßen zuordnet, wenn sie dort entsprechend ihren Sitz haben. Das ist eine gute Sitte, das kann man auch, glaube ich, in Dresden gut vertreten. Wir haben hier ein Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie viele Arbeitsplätze geschaffen wurden an diesem Standort. Wir haben eine Straße, beziehungsweise ja, es wird ein Ring. Wir haben eine Straße, die derzeit zwar benannt ist, oder zwei Straßen, die benannt sind, aber die keine weiteren Anlieger haben. Das heißt, dass im Moment betrifft das auch niemanden, der durch die Umbenennung in irgendeiner Form Nachteil entsteht. Deswegen ist es vollkommen unkritisch, diese Umbenennung zu machen. Zum Weiteren haben Sie, Kollege Wirz, auch das Thema Bosch-Stiftung gerade noch mal kurz erwähnt. Die Bosch-Stiftung ist anerkannt für internationale Tätigkeit. Also wenn Sie sich mal beschäftigen, die Bosch-Stiftung zum Beispiel macht eine ganze Menge Projekte auch in Afrika. Da arbeitet die Bundesregierung in großen Teilen zusammen mit denen. Das heißt also, auch da ist Bosch mittlerweile, egal was da vielleicht auch mal in der Vergangenheit gewesen ist, rehabilitiert. Und insofern, glaube ich, ist diese Vorlage eine gute Vorlage. Wir sollten das Unternehmen hier entsprechend auch oder dem Unternehmen danken, dass es Arbeitsplätze in Dresden schafft und diese Umbenennung vornehmen. Deswegen werden wir dieser Vorlage zustimmen. Weitere Wortmeldung, Herr Mattis. Herr Oberbürgermeister, eigentlich haben mein Kollege Wirz und Herr Aschenbach in trauter Gemeinsamkeit das Richtige zu dem Thema bereits gesagt. Ich wollte es jetzt nur noch mal, weil die Wortmeldung von Herrn Schmidt so bezeichnend war. Sie haben genau dieselbe Argumentation wie hier in der Vorlage. Das ist doch das Problem. Sie haben sich gar nicht mit der Würdigung der Person Bosch beschäftigt. Wenn wir die Absicht gehabt hätten, eine Straße nach Robert Bosch zu nennen, wäre es ja angemessen, das dort zu tun, wo wir sozusagen viele Straßen nach Technikern, nach Erfindern und technischen Pionieren benannt haben, also in Leuben, ne? Wo Diesel benannt ist, Reis benannt ist, Steffensohn und so weiter. Ganzes Viertel dafür. Es geht aber gar nicht um Robert Bosch. Die Vorlage würdigt ganz ausführlich die Firma, die sich hier ansiedelt und damit was Gutes für Dresden tut. Und Sie haben das jetzt in Ihrer Begründung auch gemacht. Sie haben die Firma gewürdigt, der Firma muss man entgegenkommen. Und dann steht drin, und um der Firma entgegenzukommen, brechen wir jetzt unsere Regeln und finden sozusagen eine Umgehung, dass wir die Straße doch nach der Firma benennen können, indem wir den Kunstgriff machen, dass wir sie nach Robert Bosch benennen. Und das ist sozusagen das eigentlich Verheerende, was ist das falsche Signal, weil das ist auch eine Aufforderung an andere Investoren, man kann mit ein paar Tricks sich hier auch sozusagen eine Straßenbenennung kaufen. Und das genau wollen wir nicht. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Einer. 45 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, damit beschlossen.